Super gruselig ist es hier im Sumpf, Lia. Oh Mann, du kannst doch mal aufhören, die ganze Seerosen umzufahren. Was machst du denn? Warte, da vorne ist es. Kannst du sehen, das Hexenhaus? Oh mein Gott, das wird so gruselig. Wo fährst du denn schon wieder? Warte, ich mach's weg. Oh no! Ladies and Gentlemen, damit ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Hier zusammen mit Lia sind wir hier heute unterwegs. Lia, die gute alte Lia aus Minecraft-Haus. Die haben wir vor 2 Jahren oder so kennengelernt, glaube ich. Jetzt ist sie wieder mit dabei und wir übernachten hier im Hexenhaus. Lia, ich habe Schlafsäcke dabei. Einmal deinen Schlafsack hier in deiner Farbe und dann habe ich auch noch einen für mich. Ich bin noch nie in einem Hexenhaus eingebrochen. Nicht, dass das Unglück bringt. Nö, das glaube ich nicht. Warum sollte es Unglück bringen? Voll cooles... Oh! Was ist das denn? Da oben ist ein Rabe, guck mal. Oh mein Gott, gruselig. Das ist doch nur ein Vogel, Lia. Hast du einen Vogel? Nee, alles klar. Ja, Leute, ich habe hier auch meinen Schlafsack mit dabei. Wir wollen nämlich heute hier übernachten. Wir sind nämlich schon im Gefängnis gewesen. Wir haben schon in einem Gefängnis übernachtet das letzte Mal. Also checkt das Video jetzt nochmal oben rechts in der Infokarte aus. Das war sehr, sehr creepy. Und in einem alten, verlassenen Skihotel waren wir eigentlich. Das war auch sehr nice. Was wir da erlebt haben, das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Heute schlafen wir dann wohl in diesem Hexenhaus. So ist zumindest der Plan und das sieht richtig gruselig und verlassen aus. Aber wir alle wissen ja, Hexen gibt es in Wahrheit nicht. Wir sollten uns einen Schlafplatz suchen. Ich würde reingehen, ehrlich gesagt. Ich will jetzt nicht hier draußen schlafen. Lass uns doch gucken, ob wir... Ja, guck mal, hier ist sogar offen. Lass uns doch schauen, ob wir hier drin irgendwo einen Schlafplatz finden. Hier ist eine Treppe. Und hier ist so ein Zimmer, das ist geschlossen. Kann ich da den Knopf drücken? Nee, da komme ich nicht an. Da geht's raus auf einen kleinen Hof. Oh, du bist ausgesperrt, Lia. Du kommst nie wieder rein. Da bist du. Hi. Alles klar. Lass mal schauen, ob es hier hochgeht. Hier ist ein Schleimblock. Oh mein Gott, wenn man von ganz oben runterfällt, kann man da raufgehen, glaube ich. Da ist Lia. Wir müssen gucken. Du, hast du Essen dabei? Ich habe halt nur 2 Karotten. Und die reichen, glaube ich, nicht bis zum Ende. Na gut. Egal, es wird schon. Hier ist so ein Verzauberungszimmer, ein altes. Aber hier ist alles voll mit Spinnenweben. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr das Neueste. Warte, ist sie hochgegangen? Lia, geh doch nicht ohne mich weg. Wo bist du hin? Oh, da ist der Rabe. Hier fliegt der Rabe rum. Oh mein Gott. Okay. Ja, krass. Guck mal, Lia. Warte, ist sie da? Da sind richtig viele Tränke in dem Ding. Oh mein Gott. Was haben wir denn hier alles? Lass mich mal schauen. Schadenstränke. Oh, die kann man immer gut gebrauchen. Unsichtbarkeit. Schnelligkeit. Sprungkraft. Oh, und langsamer Fall auch. Oh, so nice. Abbaulähmung. Ich glaube, sowas brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Ich würde Schadenstränke wahrscheinlich mitnehmen. Oh mein Gott, Lia, hast du mich erschreckt. Genau, die würde ich mitnehmen für den Fall, dass wir die eventuell brauchen. Man weiß ja nie. Und Schnelligkeit nehme ich noch einmal mit. Sprungkraft. Coole Sachen, die hier sind, wirklich. War oben noch irgendwas anderes? Irgendwelche anderen Tränke oder so, die man gebrauchen könnte? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles. Warte. Zack. Hier, bitteschön. Slow Falling. Einmal für dich. Was ist dir denn her? Was ist das? Ist das ein Trank noch? Sehr gut. Was ist das? Ah, sie hat ihn wieder aufgehoben. Warte, ist er jetzt bei mir? Ha, er ist weggefallen. Ach, ist doch egal. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ja gut, lass mal gucken, ob wir irgendwo einen Schlafplatz finden. War ich hier nicht schon? Warte mal. Ach, lol. Oh mein Gott. Hier ist so eine Hexenrüstung. Und eine Toilette. Ah, nein, Lia, nein, 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 nein. Ich will nicht auf dem Hexenklo eingesperrt sein. Ist hier noch irgendwas anderes? Trankzutaten. Oh mein Gott, und noch andere Tränke sind hier. Drachenatem, Trank der Sprungkraft. Die hat hier richtig viele Brausachen und sowas. Aber ich glaube nicht, dass hier noch eine Hexe ist, oder? Es sieht ziemlich verlassen aus. Außerdem sind hier überall Spinnenweben. Guck mal, kommen wir hier hoch? Hier ist sogar richtig alles eingestaubt zum Blättern. Hier geht's nach oben? Nein. Was? Nein! Die hat einen Besen hier! Lia, wir können sauber machen! Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Wir haben Besen gefunden. Was ist das hier alles? Sparkbomb, Smogbomb. Und eine Firebomb. Hä, ist ja cool. Warte, was machen die alle? Oh, ich habe noch Hunger. Ich muss noch eine Karotte essen hier. Ich mach mal Smogbomb. Oh mein Gott. Hä, voll cool. Sparkbomb? Oh, Entschuldigung, Lia. Oh mein Gott, habe ich dich getroffen? Das war nicht meine Absicht. Und eine...
Na, vielen Dank auch. Ich glaube, das war schon ihre Absicht. Oh, ich falle hier fast runter. Komme ich wieder rauf? Warte, ich glaube, hier vorne. Zack, zack. Und eine Firebomb? Ah, wie cool. Und wir haben hier den Besen. Kann man damit fliegen? Was meinst du? Wollen wir es mal versuchen? Ah, zack. Ja, es geht, Lia. Wir können mit dem Besen fliegen. Warte, da ist der Rabe. Dann heißt es, es war doch eine echte Hexe, die hier gewohnt hat. Aber ich glaube, die ist nicht mehr da, oder? Ey, mega cool. Man kann über den gesamten Sumpf hier fliegen. Junge, wie nice das alles aussieht. Und Lia scheint mit dem Besen besser zu sein als mit ihrem Auto. Oder ich weiß es nicht. Oder auch nicht. Warte, da ist der Rabe. Der setzt sich da unten auf den Vorsprung. Oh mein Gott, wie cool. Ja, alles klar. Dann lasst uns... Warte. Hat er sich gerade verwandelt? Was war da? Lia, hast du das gesehen? Oh mein Gott. Ich glaube, der ist zu einer Hexe geworden. Hast du das gesehen? Was war das? Ja, komm mal mit nach oben. Wir müssen wieder hier oben landen. Oder auf dem Turm da. Moment. Kann ich hier nicht? So, zack. Okay, ich bin wieder oben. Oh mein Gott. Aufgepasst. Lia, die Hexe ist doch noch da. Lass uns schlafen gehen. Es ist spät. Lia, hier ist eine Hexe drin in dem Haus. Moment mal. Wir sollten vielleicht nicht durch das Hexenzimmer gehen, wenn wir jetzt verschwinden. Mal gucken, ob sie irgendwo zu sehen ist. Oh, Hilfe. Vielleicht können wir da runter? Weißt du, dass wir da auf den Block springen und dann schnell abhauen oder sowas? Das könnte hier sein. In dem Zimmer hier. Lass uns lieber weiter, okay? Wir müssen uns irgendwo ein sicheres Versteck suchen, wo wir schlafen können. Wenn wir die Challenge hier gewinnen wollen, Lia, müssen wir irgendwo schlafen, wo keine Hexe ist. Wie wär's mit dem anderen Turm? Oder hier? Hier ist die Besenkammer. Hier könnten wir auch schlafen. Was ist da? Warte, ich komm hoch. Oh mein Gott. Die hat hier jemanden eingesperrt gehabt. Lia, mach das wieder auf. Ach, krass. Ja gut, alles klar. Lass mal schauen, ob wir vielleicht in dem anderen Turm da schlafen können. Boah, hier ist dieses komische Feuer, das Hexenfeuer. Habe ich hier einen Schlafsack? Ja. Okay, pass mal auf. Dann mache ich mir hier meinen Schlafsack hin. Und dann sehen wir nämlich auch, falls die Hexe kommt. Ich meine, wir haben jetzt ihren Besen geklaut, ne? Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm, oder? Das wird sie doch wohl nicht merken. Und ich habe so einen Hunger irgendwie. Hast du was zu essen? Nein, du hast nicht. Ali hat den Schlafanzug angezogen. Ach, cool. Ich muss meinen auch noch anziehen. Warte kurz. Und zack. So, da haben wir auch unseren Schlafanzug an. Nice. Okay, wir sollten was zu essen finden irgendwie. Vielleicht kann ich mal losfliegen oder so. Ich habe Hunger. Hast du was zu essen dabei? Nein, Lia, warum frage ich denn die ganze Zeit nach Essen? Ich habe auch nichts dabei. Okay, dann lass doch. Keine Ahnung, das sind Pilze, aber ich mag keine Pilze essen. Ich mag Pilze nicht so gern. Eigentlich gar nicht. War hier irgendwo eine Küche? Hast du eine Küche? Ich glaube, unten war eine Küche. Warte mal, ich gehe mal kurz schauen, Lia. Bleib du hier, ja? Pass auf, dass die Hexe nicht kommt. Ich glaube, hier, wenn wir runtergehen, da war doch am Anfang. Genau, hier war so eine Küche. Da sehe ich nämlich auch Karotten liegen. Mist, aber wie kommen wir da rein? Lia, hast du irgendwo einen Schlüssel gesehen? Oder... Warte mal. Hier vorne? Ja, hier ist eine Falltür. Okay. So, da kommen wir doch runter. Mach mal zu, bevor da oben jetzt noch... doch die Hexe kommt oder sowas. Was haben wir denn hier? Schneidebretter, eine kleine Küche. Oh, ein süßer Hund. Und das hier? Nein! Oh nein, das hätte ich nicht trinken sollen. Nein, das hätte ich nicht trinken sollen. So ein Mist. Wie lange denn noch? Eine halbe Minute. Ich brauche was zu snacken. Hier sind Karotten. Oh, wenigstens haben wir Karotten. Okay, okay. Wir können was essen, Leute. Wir können wenigstens was essen, okay? Wir müssen hier nicht... Okay. Okay, okay, alles gut. Hier haben wir noch Kartoffeln. Sehr schön. Der Besen ist auch da. Ja, alles gut. Klar, nice. Ich darf nur diesen Trank jetzt nicht werfen, weil dann bin ich tot. Okay, hier geht's raus. Hier ist ein Hebel. Das lasse ich jetzt einfach mal offen. Okay, okay, dann können wir wieder hoch zu Lia. Und, Hilfe? Hä? Warte mal. Lia? Bist du noch da? Das kann doch nicht sein. Wieso Hilfe? Was ist passiert? Ist hier Schlafsack? Lia? Hä, wo bist du hin? Hallo?
Bist du irgendwo? Gibt's doch gar nicht. Nein, warte. Da ist die Hexe. Oh oh. Heute brate ich dich. Morgen esse ich dich. Und übermorgen landest du in meinem Klo. Nein! Lass Lia in Ruhe! Du blöde Hexe, Lia, geh weg da! Lia, geh... Oh mein Gott, ich treffe mich selber. Komm schon. Yes! Nice! Komm schnell raus, komm schnell raus, komm schnell raus. Der Ofen ist heiß. Oh mein Gott. Oh, ist alles in Ordnung. Hier ist die komische, verrottete Seele der Hexe. Oh, danke, das war knapp. Ich will nie wieder in einem Hexenhaus schlafen. Alter Falter, ich weiß auch nicht, werden Hexen wiederbelebt, wenn sie sterben? Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich langsam mal verziehen. Immerhin haben wir die Besen gefunden, Lia. Komm, wir nehmen unsere Schlafsäcke mit und dann, glaube ich, reicht das wahrscheinlich auch für heute mit unserem kleinen Hexenabenteuer. Alles klar, Freunde, das war's dann hier mit unserer Folge. Schaut auf jeden Fall im easymaus.shop vorbei. Da gibt's bald richtig neue, coole Designs und vor allem ein neues Design mit Ronja zusammen. Also gerne mal reinschauen, das kommt nämlich auch bald schon raus. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!